Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Imperator Rom. Wir sind immer noch der Bund der Hellenen und kämpfen gegen Kappadokien, was echt keine leichte Aufgabe ist. Ich muss hier gerade eben noch ein, zwei Dinge tun, wie zum Beispiel jetzt hier einen weiteren Forscher hier einstellen. Der Krieg wird, wenn es so weitergeht, relativ bald zu Ende sein. Wir arbeiten aber daran, dass das so schnell nicht passiert. Nicht, weil wir kriegstreiberisch sind, sondern einfach, weil wir ja gewinnen wollen. Wir müssen diese Scheiße nämlich einfach gewinnen. Das ist so der Punkt, um den es hier geht. Deswegen haben wir jetzt hier erstmal hier quasi die Kriegsziele eingenommen, nehmen aber jetzt hier natürlich noch mehr Gebiete ein. Der Gegner ist schon sehr, sehr ausgeblutet. Noch nicht vollständig, aber lange wird der es wohl nicht mehr machen. Dann brauchst du eigentlich, um da reinzulaufen, ey. Achso, wir sind ja auf der falschen Geschwindigkeit. LOL! Und das ist ja, der ist natürlich vor uns drin. Der ist vor uns drin, der Gegner. Und deswegen kann er uns hier abfangen. I love it. Not. Huch, da ist ja gar kein Gen drin. Das war gar nicht gut. Armeen ohne Gens sind so schwach. Nehmen sie gerade eben wieder zurück ein oder was? Ach ja, wie schön. Stellen wir halt die nächste Armee hier. Aber ihnen gehen so langsam aber sicher die Truppen aus. Das ist das Gute. Oh, rein! Ist doch einfach nicht, ey. In dem Augenblick wurden wir natürlich erwischt und gestellt. Eine Sekunde zu früh. Ja, klar. Man kann ja nicht da reinlaufen, um direkt zur Festung zu laufen. Warum sollte man das auch können? Okay, wir haben es geschafft. Hauptsache, wir haben es geschafft. Bin gerade eben ein bisschen irritiert, ob dessen, was ich erleben durfte. Lol. Wieso habe ich jetzt diese Armee angewählt? Okay, da sind ein paar Festungen am Start. Hier haben wir auf jeden Fall die Schlacht gewonnen. Diese Schlacht hier gewinnen wir. Oh! Unter Umständen. Moment, auswählen. Hinmarschieren. Auswählen. Gewaltmarsch. Ey, guck mal an, wie die uns hier verdreschen, ey. 9er Gen gegen 4er Gen, ja gut, das darf durchaus so sein. Stellen wir sie wieder. So, einfach mit der Überlegenheit, die wir da haben. Hier haben wir jetzt wieder irgendwas geplündert? Ah ja, genau, das ist die gegnerische Stadt, die wir jetzt hier geplündert haben. Wie gesagt, wir drehen den Krieg. Wenn auch schmerzlich. Das sind halt echt noch Verluste am Start, ne? Das muss man halt erstmal ausgleichen können. Das scheint nicht von uns zurückeroberbar zu sein. So. Jetzt nur noch das da und das gesamte gegnerische Gebiet ist, zumindest was das hier angeht, besetzt. Das ist. Gegen wen habe ich eigentlich momentan also mit Krieg? Gegen Isaurien, Phrygien, Albanien, Urin, unteres Bithynien. Das hier muss ich alles besetzen. Das ist untere Bithynien. Da sind untere Bithynien-Truppen, die nichts mehr zu melden haben, nennen wir es mal so. Phrygien. Na, tu mal deine Truppen da. So, die haben es ja auch gemöbelt. Ich bin der Meinung, wir gehen jetzt mal hinterher. Aber wir machen dabei den Marsch natürlich aus. Sollen ja auch ihre Chance haben, beim Laufen ihre Moral wieder zu regenerieren. Die haben da immer noch 40.000 Mann rumstehen. Es ist faszinierend. Uiuiui. Ui, ui. Mal das aus hier bitte. Ich
Also wir werden weiterhin dieses untere Bithynien jetzt hier besetzen. Oder planen zumindest. Weiterhin Punkte aufbauen. Das hier erobern wir jetzt hier zurück. Inländische Karien ist ja unsers. Geld mache ich eigentlich gerade noch genügend. Ich finde, dass diese Söldner hier ausheben. Und die haben sogar einen vernünftigen Gen. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehabt. Nee, habe ich nicht. Sonst werden sie vernünftig eingestellt. Haha. Schwere Kavallerie und dann noch hier die berittenen Bogenschützen an der Flanke. Passt. Das hier ist natürlich nach wie vor ziemlich gemein. Dahin. Wie sieht es da drüben aus? Da haben wir schon wieder. Wo bringen die diese Manpower her? Frage muss berechtigt sein. Ohne Witz, das sind jetzt schon mal wieder 60.000 Mann, ne? Na gut, hier kommt jetzt wieder zum Gefecht. Wir sind zuerst drin. Ist von uns besetzt. Wir stehen jetzt hier. Wir nehmen jetzt das da noch ein. Wir gehen mit dem darüber. Können Sie es hier gerade eben nicht wagen, vorzurücken? Weil wir das haben, springen wir auf die drauf. Ah, die hauen jetzt gerade eben schon ab. Da kann ich gar nicht rein, interessanterweise. Da sollte ich vielleicht mal einen Zugang absprechen. Komme ich aber nie und nimmer. Nämlich nie und nimmer, wenn ich mir das angucke. Die haben das jetzt hier zurückerobert. Wisst ihr was, was wir jetzt machen? Warten, bis der jetzt hier gelockt ist. Rein. Den fangen wir jetzt da ab. Wir gehen dahin. Zwei Fronten, ne. Den haben wir jetzt hier gestellt. Ein Blutbad haben wir angerichtet. Können wir da den noch locken? Geil ist, wir sind zuerst drin. Marschieren hat echt was für sich. Okay, kann ich den jetzt. Das wäre sehr, sehr dusselig, wie ich gerade eben sehe. Hat ein neuner General, der uns da gerade eben so ein bisschen Stress macht. Na, bei einem Warscore von 26%. Beobachte es hier gerade mit Sorge, wie viel die da noch haben. So, hier drüben. Ah, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Also. Den Marsch hier eigentlich noch an? Ne, habe ich nicht mehr. Da war ich schon schlau genug, den auszumachen. Ja, ist klar. Schlacht ist schon vorbei. Ist schon vorbei, da kann ich nichts mehr machen. Und die Besetzung hier verhindert. Dann
Haben wir einen Feind gefangen? Warte mal, zack, 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 tick, tick, tick. Erledigt. Können wir jetzt hier noch machen? Flaschen zur Festungsverteidigung, Piratenbelagerungsfähigkeit noch mal ein bisschen verbessern von uns. Die ist ja eigentlich schon wirklich fantastisch, die Belagerungsfähigkeit. Sag mal, willst du mich trollen? Nee. Wo sind meine Gens? Teilweise in Gefangenschaft. Wir sind jetzt dahin. Hier wird schon wieder gekämpft, wie ich gerade eben realisiere. Schnell da rein. Schnell da rein. Keine Lust, das zu verlieren. Damit ist die Sache hier relativ eindeutig. Wir müssen nur auf relativ. Da ist immer noch meine geprügelte Söldnerarmee. Wir holen uns mal zurück. Das hier haben wir uns ja auch schon geholt. Ja. Ne, wir warten, bis die gelockt sind. Jetzt sind sie gelockt und jetzt stürmen wir da rein. So, mehr Militärmacht. Das haben wir auch gewonnen. Das haben wir gewonnen. Wir setzen jetzt halt noch so viel, wie ich kann. Da hat der Gegner schon wieder irgendetwas zurückerobert. Keine Ahnung, wie das geht. Irgendwo ein Feind gefangen, ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall kämpfen jetzt hier 73.000 Mann gegen 14.000. Oh, die verlieren so viele. Und jetzt kurzzeitig haben die so viele verloren. Gut ist halt echt, ne? Wir waren schon drin. Das können die nicht gewinnen. Einer dahin und einer dahin. Der Rest wird jetzt hier belagert. Es muss ja irgendwann auch mal gut sein, ne? Sind wir doch mal ehrlich, muss doch irgendwann mal gut sein mit dem Verein hier. Da haben wir noch mal was gewonnen. So, aus einer anfänglichen Niederlage machen wir jetzt hier gerade eben so nach und nach Erdrutschsieg. Stellenweise sind Gebiete hier drinnen erobert, aber nicht viel. Wo war das? Aha. Okay, so langsam aber sicher wird man zu doof, Freunde. Wir machen jetzt hier mal einen Frieden. Und zwar erstmal unter Bithynien. Das geht an mich. Das geht an mich. Das geht an mich. Mich, 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 mich. Das geht nicht, okay. Warum geht das nicht? Verweigern die sich. Ich kann auch einfach erstmal nur die Insel nehmen. Wie hoch ist der Warscore bei denen? Okay, so viel mehr kann ich gar nicht nehmen, einfach vom Warscore her. Alles klar. Ja, dann unter diesen Umständen mache ich jetzt einfach hier noch eine Verbindungslinie hin. Nicht. Nicht. Wenn ich ihn die Insel lasse? Nee, das ging nicht. Also gut, das könnte ich machen. Dann nehme ich natürlich noch so viel Kohle wie geht. Dann sind die schon mal raus. Muss ich mich schon mal nicht mehr drum kümmern. So, Farb ein. Teil gehört jetzt schon mal mir. Super. Dann diskutieren wir mal weiter. Wer sind das hier? Die da? Wer seid ihr denn eigentlich überhaupt? Weiß gar nicht, wer ihr seid. Waspurakan. 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 Da hinten. Wie ist der Warscore zwischen uns? Wir würden ein bisschen was akzeptieren.
Also so wie es aussieht, hauptsächlich Geldstrafen würden sie akzeptieren. Raus mit euch. Schon mal ein Teil von denen ist einfach mal rausgeschmissen aus dem Krieg, ne? Dann verhandeln. Wer ist denn das hier? Albanien. Der kleine Scheiße hier. Ne, das ist Mösien. Albanien da hinten. Habe ja auch keinen War Score, ist mir egal. Die schmeiße ich auch einfach nur so raus. Geld. Wir haben halt echt gegen diesen ganzen, dieses ganze Bündnis hier gekämpft, ne? Und gehen jetzt hier da so noch mit einem. Ja, man kann nicht mal sagen mit einem Achtungserfolg, aber es ist schon ein Sieg, mit dem wir da rausgehen. Isaurien wird einfach mal komplett meins. Punkt. Die sind komplett besetzt. Einfach meins. Vorbei. Jetzt gucken wir mal auf die isaurische Elite. Ich muss mal die Familien an. Der ist ohnehin schon im Knast. Seine Loyalität ist recht hoch. Seine Werte sind eigentlich auch ganz gut. Ja, es ist okay. Okay. Problem ist halt, wir wissen halt trotzdem nicht, wie die Familie so ticken. Aber warte mal, das ist eine Loyalität von 0. Tja, dann kann ich auf jeden Fall den Schutz der Aradis, der Aritz hier gestatten. Ich kann den Schutz von den hier gestatten. Von den Gobarisitz. Für dich definitiv nicht. Und für dich. Würde gehen. Seine Familie aufgrund der geringen Loyalität ans Kreuz. Dem ist nochmal ein bisschen Geld gegeben. Wir brauchen einen neuen Bürgermeister bzw. Gouverneur. Gerne jemanden, der ein paar gute Werte hat. Insbesondere mal was Positives. Was wir hat, ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Handelswert erhöhen und so. So, jetzt haben wir das hier schon mal geschafft. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie verfahren wir mit Kappadokien. Mit Kappadokien würde ich eigentlich jetzt auch ganz, ganz gerne in Frieden machen, denn ich habe einfach keine Lust mehr auf die Scheiße. Ich kann das hier tatsächlich jetzt auch einfach nehmen, wenn ich will. Nee, kann ich nicht. Teuer. Würde 30 kosten. Aber das könnte ich nehmen. Das könnte ich von ihnen nehmen. Würde ich aber eher noch das da nehmen wollen. Und Phrygien ist halt immer noch ein Ärgernis. Phrygien ist da in diesem Krieg drin. Und mir wäre es eigentlich fast lieber, wenn die sich. Ja, wobei, nee, Kappadokien ist jetzt schon arg geschwächt. Die Frage, was ist besser? Ich glaube, hier diese Dingensländer hier wären ganz gut. Guck mal, wie viel Geld ich da noch rausholen kann. Nicht zu übertrieben viel, okay. Und fertig. Jetzt haben wir endlich diesen Krieg auch beendet. Der Wahnsinn. Hier wäre noch Phrygien gewesen, genau, sehe ich gerade eben. Boah. Zurück jetzt hier in unsere eigenen Ländereien mit unseren Armeen. Die kann ich jetzt auflösen. Die Söldnertruppen. Du kannst jetzt hier stehen bleiben. Du kannst jetzt hier stehen bleiben. Du kannst jetzt hierher zurückkehren. Und hier ebenfalls. Und da oben haben wir hier noch die untere Bithynische Revolte. Alles klar. Das heißt, wir müssen unsere Truppen da jetzt abholen. Um die mal ein bisschen zu möbeln.
Wollen gleich wieder mit uns handeln, ne? Haben es uns nicht übel genommen, diesen Krieg. Da sind noch coole Leute. Komm hier runter. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Zeigen mal, was wir davon halten, was der jetzt hier gerade eben die ganze Zeit macht hier. Und da gerade gelagert. Ich habe gerade eben nicht ganz verstanden. So, dieser den Krieg kämpfen wir noch. Da bin ich ja auch Kriegsführer. Weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo die wohnen. Unteres Bithynien Revolte. Warte mal. Unteres Bithynien Revolte? Ach, das da! Das ist. Ja, lol, warum gehe ich denn überhaupt da runter? Ich dachte, die wären ganz woanders. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ja gut, die sind ziemlich im Arsch jetzt. Meine Männer kommen da jetzt noch rein und dann ist Tschüssikowski angesagt für die. So. Jetzt können wir nämlich das hier noch besetzen. Die revoltieren hier nämlich gerade eben ganz fröhlich. Wie wir sehen. Weiß ich mir da nämlich nur mit ein Stückchen raus oder so zwei. Ach nee, jetzt ist die Revolte einfach weg durch den. Okay. I don't get it. Aber ist okay. Da passieren komische magische Dinge manchmal. Komische magische Dinge. Wie sieht es jetzt eigentlich hier mit unserer Loi aus? Hier in Phrygien geht sie ordentlich runter. Ja, ist auch kein Wunder, wenn dieser Idiot das macht. Boah, ist ja nicht zu fassen. Leute, die Leute aus, wisst ihr? Dümmer geht's nimmer. Isaurien. Da macht der religiöse Konvertierung. Also ganz im Ernst, ich verhafte dich gleich und dann kommst du in den Knast, ey. Junge, Junge, Junge. So, könnt ihr mal mit diesem Scheiß aufhören und erstmal den Leuten jetzt hier ein bisschen Gewöhnungszeit gestatten. So, hier in Phrygien. Schmeißen wir erstmal die Gens wieder raus. Aus den Armeen. Da geht das komischerweise nicht. Warum nicht? Der ist zu frisch da drin, oder was? Ja, der ist zu frisch da drin. So, jetzt geht's hier überall hoch. Hoch, 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 hoch. Geht's hier irgendwo runter. Ja, hier geht's runter. In Pisidien geht's runter. Daran müssen wir arbeiten. Dann lass jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Gens. Die haben ihren Job gut gemacht, aber. Hallo? Es hängt. Aber wie wir alle wissen, brauchen wir sie nicht außerhalb der Kriegszeiten in den Armeen. Dann werden die nämlich hier zu Armeen des Volkes. Das war eine gute Entscheidung. So. Da haben wir viele Armeen. Alle sind sie irgendwie hier drüben. Zack. Bis da nach Rhodos. Ist ja
auch nochmal eine Armee. Keine Übersicht mehr, wie viele Armeen ich eigentlich in Wirklichkeit habe. Oder haben sollte. So, jetzt kann ich den hier wieder rausschmeißen. Und das ja auch zu einer Armee des Volkes machen, um die öffentliche Ordnung einfach oben zu halten. Irgendwo runter. Ja, in Rhodope geht es immer noch runter. Warum? Auch Rhodope? Ne, das ist nicht Rhodope. Das ist einfach nur Rhodope. Da muss ich also irgendwas machen, um die öffentliche Ordnung wieder hochzubringen. Schicke ich halt eine Armee dahin. So, zack. Auch eine Armee des Volkes. So nenne ich das jetzt halt einfach immer. Es war ganz gut, dass ich diese Typen hier teilweise aufgenommen habe. Und nicht die blödesten Familien. Und Unruhe müssen wir gerade eben ehrlich gesagt gar nicht machen. Wir können. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir unsere Rekrutenreserve hochbringen. Und wir haben eine Rekrutenreserve von 2400 pro Monat jetzt. Also es wird langsam, Leute. Kappadokien ist auf jeden Fall ein Kampf, ja, der beim nächsten Mal ausgetragen werden muss. Eventuell sollten wir uns vorher noch Galatien oder sowas holen. Wir werden sehen. Das hier ist auf jeden Fall jetzt auch unser, wie ich gerade eben feststelle. Sehr nice. Ah, da geht auch noch was. Olympische Spiele halten wir ab. So, liebes Phrygien. Jetzt haben wir halt auch endlich mal hier so eine gute Position auf dem Festland. Ne? Und ganz ehrlich, wir haben genügend Geld. Wir können jetzt eigentlich auch nochmal hier locker flockig drei Armeen aufstellen, die jetzt hier den hellenischen Bereich für uns überwachen. So. Und jetzt sollte eigentlich überall eitler Sonnenschein herrschen. Guck nur, ob der Pfeil irgendwo runter geht. Nö. Geht überall hoch. Oh, die Stimmen hinter Gittern. Es scheint, dass Xenophon trotz seiner Inhaftierung es geschafft hat, besonders üble Gerüchte über die Neigung von Hikates zu verbreiten. Es ist klar, dass etwas unternommen werden muss, bevor Hiketas noch mehr von an Glaubwürdigkeit verliert. Okay. Ignoriere das. Etwas, was wir aber nicht ignorieren können, ist die Tatsache, dass die Folge schon wieder vorbei sein muss, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Danke fürs Bewerten des Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke an meine Patrons. Und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei, ne? Pastor Pinsi und der BVAD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Hellas wird größer. Tschüss und Ade.